Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Knapp jeder zweite Deutsche ist stolz auf Deutschland. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag von IDEA. Etwa jeder Dritte stimmte dem nicht zu, jeder Fünfte antwortete mit weiß nicht. Bei West- und Ostdeutschen hält es sich mit 46% und 43% in etwa die Waage. Unter den Mitgliedern der christlichen Konfessionen sind die Freikirchler am häufigsten stolz auf Deutschland, gefolgt von den Katholiken und den landeskirchlichen Protestanten. Auch Muslime stimmen der Aussage mit 55% überdurchschnittlich häufig zu, Konfessionslose dagegen unterdurchschnittlich oft. Am morgigen Donnerstag wird die Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland gefeiert. Seit 5 Jahren ist mit dem Tag der Deutschen Einheit die Initiative Deutschland singt und klingt verbunden. Bundesweit sind in über 300 Städten Menschen zum gemeinsamen zeitgleichen Singen in der Öffentlichkeit eingeladen. Der Theologe Bernd Oettinghaus ist Initiator des Events und davon überzeugt, es braucht diese musikalische Erinnerung an den Tag. Die Erinnerung daran, dass vor 35 Jahren nun schon die friedliche Revolution passiert ist und der Mauerfall und vor 34 Jahren wir diese Einheit geschenkt bekommen haben, worüber wir heute ja häufig geteilter Meinung sind, aber wo wir zumindest in der Anfangsphase doch alle sehr euphorisch waren und davon überzeugt waren, dass das ein historisches Wunder ist. Maßgeblich zur friedlichen Revolution beigetragen hätten die Christen in der damaligen DDR, erläutert Oettinghaus. Indem sie mit den Kerzen aus den Kirchen heraus sich vor Stasi-Gebäude und andere gestellt haben und gerufen haben, keine Gewalt, und damit diesen gewaltlosen Impuls mit in das ganze Geschehen hineingebracht. Und die anderen Bürgerrechtsbewegungen hatten Gastrecht in den Kirchen, wo sie sich versammelt haben, sodass aus dem heraus ein großes Miteinander zwischen den kirchlichen und anderen Bürgerrechtsgruppen entstanden ist. Auch in diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto Freiheit, Einheit, Hoffnung. Insbesondere die Einheit soll in der heute oft gespaltenen Bürgerschaft betont werden. Diese Zusammengehörigkeit im Land zu demonstrieren, gerade da, wo so viele polarisierende Botschaften im Land sind und man unser Land schlecht macht, da wollen wir etwas gegensetzen und durch die Dankbarkeit einen Impuls setzen, dass wir etwas zu feiern haben, und zwar den Zusammenhalt. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.